Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Der Herr behütet dich. Der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand. Lass dich des Tages die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts. Der Herr behüte dich vor allem Übel. Er behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Kommt, lasst uns anbeten. Lasst uns beten. Guter Gott, wir kommen zu dir mit allem, was uns im vergangenen Jahr froh gemacht hat. Wir danken dir für Momente des Glücks und der Freude. Gnädiger Gott, wir bringen vor dich all das, was wir im vergangenen Jahr als Zumutung empfunden haben. Die Ohnmacht, die wir spürten, als wir nichts ändern konnten. Worte, die uns so verletzt haben, dass wir sprachlos waren. Hilf uns, dass wir ausgerichtet bleiben an deinem Sohn, Jesus Christus, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ich lese die Schriftlesung. Sie steht im Psalm 31, die Verse 6 bis 9 und 16. Herr, auf dich traue ich. Lass mich nimmermehr zu Schanden werden, errette mich durch deine Gerechtigkeit. Neige deine Ohren zu mir, hilf mir eilends, sei mir ein starker Fels und eine Burg, dass du mir helfest. Denn du bist mein Fels und meine Burg, und um deines Namens willen wollest du mich leiten und führen. Du wollest mich aus dem Netze ziehen, dass sie mir heimlich stellten, denn du bist meine Stärke. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Ich hasse, die sich halten an nichtige Götzen, ich aber vertraue auf den Herrn. Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte, dass du mein Elend ansiehst und kennst die Not meiner Seele. Und übergibst mich nicht in die Hände des Feindes. Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Meine Zeit steht in deinen Händen. Errette mich von der Hand meiner Feinde und von denen, die mich verfolgen. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Halleluja. In dieser Welt seine Gerechtigkeit auf.
sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Silvester. Kein Datum liegt so betont zwischen gestern und morgen wie das heutige, sagte die Pfarrerin. Schön, dass wir hier zusammen sind an diesem besonderen Tag, um innezuhalten, um zurückzuschauen und nach vorne, um uns zu fragen, was hat uns getragen bis hierher? Nicht nur in dem Jahr, das zu Ende geht, sondern auch, was wird uns in Zukunft tragen? Diese Wortwahl hatte ihm ganz gut gefallen. Zum Jahreswechsel ist er immer gerne in die Kirche gegangen. Nicht der schlechteste Ort, um Bilanz zu ziehen, mal nachzudenken. Max ist 35 Jahre alt. Seine Freunde nennen ihn Maxi, leider seit ein paar Monaten wieder Single. Die dunkle Zeit der Pandemie hat er, von der Trennung abgesehen, gesundheitlich und wirtschaftlich relativ unbeschadet überstanden. Festangestellter bei einer Versicherung, moderate Gewichtszunahme im Homeoffice, zeitweise leicht depressiv. Decke fiel halt auf dem Kopf, aber wem ist das nicht so gegangen? Max Großvater starb 2020 an Corona im Heim. Das war das Schlimmste. Sie konnten sich nicht einmal von ihm verabschieden. Aber sonst? Leben geht weiter, wie man so sagt. Was ihn heute Abend im Gottesdienst erwartet? Was er erwartet? Nachher ist er jedenfalls bei Freunden zum Raclette-Essen eingeladen. Ruhig und gemütlich soll der Abend werden. Jetzt liest die Pfarrerin den Predigttext vor. Auch sie hat in der dunklen Corona-Zeit ein wenig zugelegt, wie es scheint, Smile. In das vereinzelte Knallen von Krachern draußen und von verfrühtem Raketengezische hört er sie die folgenden Worte lesen. Predigttext aus Römer 8, Verse 31 bis 39. Ist Gott für uns? Wer kann wider uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist. Ja, mehr noch, der auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und für uns eintritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst? Oder Verfolgung oder Hunger? Oder Blöße? Oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht im Psalm 44, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Aber in dem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Amen. Das ist aber sehr massiv christlich, denkt Max. Schwere Kost. Habt ihr da heute nichts Leichteres zu bieten? Irgendwie hebt sich da so ein Stachel in ihm. Ist Gott für uns? Die meisten seiner Freunde würden da schon mal ein großes Fragezeichen setzen,
ob denn Gott überhaupt sei. Ein wenig werden sie ihn sowieso belächeln, wenn er nachher sagt, dass er in der Kirche war. Aber nein, dass Gott ist, da hat er keine Zweifel. Dass es da etwas geben muss, sozusagen. Etwas, das noch vor dem Urknall war und auch noch heute da ist. Aber dass dieses Etwas für uns sein könnte, bei all dem Unheil in der Welt? Er hofft es ja. Er will es ja wahrhaben im Stillen. Aber er kennt auch solche Filmtitel wie Jeder für sich und Gott gegen alle über Kaspar Hauser. Oder im Religionsunterricht durchgenommen damals, es könne durchaus einen Schöpfer geben, der sich aber überhaupt nicht für seine Welt interessiert. Geschaffen das Ganze und dann im Stich gelassen. Oder denkt er wirklich furchtbar, könnte es sogar sein, es gibt einen Schöpfer, der nicht Freund, sondern Feind ist und uns nur in die Welt gesetzt hat, damit er sich an unserem Leiden ergötzen kann. Haben die alten Griechen wohl so gesehen. Das will er sich lieber nicht vorstellen. Ist Gott für uns? Wenn er das jetzt mal so annimmt, für wahr hält, dann kommt im Text schon der nächste Brocken, dass der seinen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns dahingegeben, also bewusst hat sterben lassen. Das ist doch kaum zu verstehen. Das begreife ich nicht, denkt Max. Erklär das mal einem. Im Konfirmandenunterricht hat er ja aufgepasst an dieser Stelle. Der Pfarrer sagte, aus Liebe. Gott hat sein Bestes gegeben, aus Liebe. Gott habe es ja immer wieder versucht, den Menschen nahe zu kommen, habe Boten geschickt, Propheten, immer wieder Menschen mit der Nachricht, hallo, ich bin da. Hallo, hört mich doch. Habt doch keine Angst. Glaubt an mich und das Gute in euch. Und zuletzt habe er dann eben seinen Sohn geschickt, wissend, was die mit ihm machen würden. Dass die Menschen es dann wenigstens begreifen würden. Komisch, jetzt muss Max an einen Cartoon denken, wo Aliens auf der Erde landen und ein Kreuz stehen sehen mit einem toten Menschen dran und sagen, au Backe, nix wie weg hier. Und dann zischt das Raumschiff ganz schnell wieder hoch ins All. Max kann das verstehen. Die Erde ist kein freundlicher Ort, wenn es da solche Opfer braucht. Schau dir die Welt an, denkt Max. Manches Mal hat er sich so ein UFO gewünscht, um abhauen zu können. Selbst Neuseeland ist nicht weit genug weg für den Kummer. Max verliert sich in seinen Gedanken. Ganz weit weg sein. Die Pfarrerin spricht jetzt über den Text von Paulus. Christus, Jesus ist hier, gestorben, auferweckt. Wer will uns scheiden von der Liebe? Ach, denkt Max, da fällt mir eine ganze Menge ein, was uns da scheiden kann. All das, was dieser Apostel aufzählt, scheint mir doch ausreichend zu sein für eine Scheidung von dem, was man so Gottvertrauen oder auch Vertrauen ins Leben nennt. Als ich da so depressiv zu Hause hing und Trübsal blies, keine Kontakte, keine Begegnungen mit lebendigen Menschen, nur die Zahlen auf dem Laptop, ab und zu eine Zoom-Konferenz mit genauso käseweißen Kollegen wie ich. Da wurde mir doch klar, es braucht doch gar nicht viel, um sich plötzlich sehr einsam und verlassen, von allem abgeschnitten, geschieden zu fühlen. Paulus, du nimmst deinen Mund ganz schön voll. Hunger und Schwert? Nee, brauche ich nicht zu fürchten. Mein Schulfreund Bernd, der schon. Ich erinnere mich, vor 3 Jahren hat er sein Restaurant mit Bar aufgemacht. Ein Riesenkredit musste das damals sein. 7 Mitarbeiter. Und dann tat sich der Abgrund auf, trotz Unterstützung vom Staat. Bernd dachte nur, von meinen Schulden, da komme ich nie wieder runter.
Er hatte Angst und Depressionen. Tja. Dann war Max auf der Beerdigung von Bernd. Es war furchtbar. Wie er den Eltern von Bernd die Hand gegeben hat, der Blick in ihre Augen, irgendein Trost? Wer will uns scheiden? Und reicht nicht auch all das, was es ja außer der leidigen Pandemie auch noch gab und gibt? Krank werden, verlassen werden, Mobbing, Sinnkrise und Bomben in der Nacht, auf offener Straße erschossen werden, in einem Foltergefängnis landen und so weiter. Es ist ja schön für Paulus gewesen, wenn er so ein hohes Gottvertrauen hatte, so eine Resilienz, so ein Wort, so ein Stehaufmännchen gehabe, dass ihm nichts etwas anhaben konnte, weil er so fest an Jesus glaubte. Aber ich und alle, die ich kenne, kann eine so gläubig sein? Was die Pfarrerin sagt, hört Max nur mit einem Ohr. Er bleibt in seinen Gedanken. Und die lauten unter dem Strich große Worte, aber für mich wahrscheinlich zu groß. So wie Paulus bin ich nicht. Max sieht sich in Gedanken auf der nächsten Beerdigung des Großvaters, den er so gerne wenigstens noch einmal gedrückt hätte, ihm gesagt, dass er ihn lieb hat, dass er ihm für so vieles dankbar ist. Wie ist es gewesen für den alten Mann, dass niemand ihn besuchen konnte? Ja, er war schon dement, aber braucht dann einer nicht umso mehr Nähe und Umarmung und vertraute Stimmen? Wer will uns scheiden? Hört Max durch den Vorhang von Worten, die er nicht versteht. Und ich bin gewiss. Tränen steigen in die Augen. Nichts wünscht er sich so sehr. Ich bin gewiss. Für sich selbst wünscht er es. Aber auch und erst recht für alle, die verlieren, die unten sind, getreten, getrennt, geschieden von der Hoffnung, von der Liebe. Er spricht es aus, ganz still in Gedanken. Bitte, lieber Gott, sei du wenigstens bei meinem Opa gewesen und bei allen, die dich brauchen. Die Pfarrerin sagt gerade Amen. Die Predigt ist vorbei und Max hat nichts davon verstanden, aber womöglich etwas begriffen. Die Pfarrerin denkt, habe ich heute jemanden erreicht? Es ist einfach schwer zu mir vermitteln, was Paulus meint. Aber ich glaube fest daran, an diesen Vers, der fast auf jeder Beerdigung gelesen wird. Ich hoffe es jedenfalls. In dieser Welt, in diesem Leben kann dir alles passieren. Aber in der Tiefe, dort, wo du diesen kleinen, verzweifelten, trotzigen, wütenden, bittenden und betenden Spalt offen lässt, da gelangst du an einen Ort, an dem dir nichts geschehen kann. Aus Gottes Liebe reißt dich nichts und niemand mehr raus. Dann ist Max auf dem Weg zum gemütlichen Abend. Ich bin gewiss, spricht es in ihm. Nichts kann uns scheiden. Vielleicht löst sich das bald wieder auf, wie der Rauch von Silvesterraketen. Aber heute Abend, an der Schwelle zum neuen Jahr, nicht mehr. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wir singen von dem Lied 398 im Gesangbuch die Strophen 1 bis 2. 398, 1 bis 2.
lasst uns miteinander beten und dazu aufstehen und still werden. Himmlischer Vater, Schöpfer unseres Lebens, wir machen uns wieder auf aus dieser Zeit mit dir in ein neues Jahr. Wir bitten dich für alle, die Angst vor der Zukunft haben, für alle, die nicht wissen, wie es für sie weitergehen kann, die ihren Arbeitsplatz verloren haben, die sich getrennt haben oder zerstritten sind, deren bisherige Vorstellung von ihrer Zukunft zerbrochen ist. Für alle, die in den kommenden Monaten Entscheidungen für ihre Zukunft treffen, weil sie die Schule oder Ausbildung beenden. Für alle, die im Einsatz sind, damit andere eine bessere Zukunft vor sich haben, Soldaten und Polizisten, Mitarbeitende der UN in der Entwicklungshilfe. Wir bitten dich für alle, die bereit sind, politisch Verantwortung zu tragen und so die Zukunft unserer Welt in den Händen haben. Für uns, dass wir uns ein Herz fassen und mutig in die Zukunft gehen, damit wir die Möglichkeiten entdecken und all das gestalten, was du uns anvertraust, getragen vom Vertrauen auf dich durch die Zeit bis in Ewigkeit. Wir beten in der Stille. Gemeinsam lasst uns beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Gemeinde wird bekannt gegeben, herzliche Einladung zum Gottesdienst morgen Abend um 17 Uhr mit Abendmahl in der Stiftskirche mit Pfarrer Dr. Franz. Die Kollekte ist bestimmt für die eigene Gemeinde. Gott segne Gebende und Gabe. Die Jahreslosung für das Jahr 2023 steht im ersten Buch Mose, Kapitel 16, Vers 13 und lautet: Du bist ein Gott, der mich sieht. Und nun singen wir zum Abschluss des Jahres aus dem EG Plus das Lied Nummer 6, die Strophen 1 bis 2 und 5, von guten Mächten wunderbar geborgen. Treu und still umgeben, berührt.
Gebet in diesen Abend und in das neue Jahr mit Gottes Segen. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.